Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Martin, wir haben uns hier über den Schwimmer und das Nadelventil unterhalten. Über die Hauptdüse, über die Standgasdüse. Die Teillastnadel auch. Die Teillastnadel, der Choke bzw. Startvergaser und so weiter und so fort. Wie funktioniert das denn jetzt insgesamt zusammen? Das ist eine gute Frage. Wenn man sich das Gehäuse so anschaut, viel Aufschluss darüber kriegt man nicht, denn das alles ist ja hier irgendwie schön verdeckt in diesem Guss. Und wir schauen heute mal tief hinein. Der Vergaser hat eine wichtige Aufgabe, das Gemisch so aufbereiten, dass es zündfähig wird. Wir sind dafür verantwortlich, dieses Gemisch optimal einzustellen. Dazu müssen wir einmal klären, was zu fett, zu mager und ideal bedeutet. Einer bestimmten Luftmenge wird ein bestimmter Anteil an Kraftstoff zugeführt und das zerstäubt. Dieses Gemisch soll möglichst schnell und vollständig verbrennen. Macht es genau das, dann ist der Vergaser optimal oder ideal eingestellt. Um ideal zu sein, braucht man, um 1 Kilogramm Benzin zu verbrennen, 14,7 Kilogramm Luft. So kann das gesamte Benzin und der gesamte Sauerstoff aus der Luft verbrannt werden, ohne dass auch nur ein Molekül zurückbleibt. Man spricht hier auch von Lambda 1. Beschrieben wird dies durch das stöchiometrische Verhältnis. Alles schön und gut, aber das werden wir nicht erreichen können. Zum einen durch die Schmierung über den Kraftstoff und wenn wir uns Lambda 1 nähern, dann ist der Kolben fest mit dem Zylinder verbunden. Der Anteil der Luft ist zu hoch, das Gemisch verbrennt zu schnell und die Temperaturen steigen, da nur ein dünnes Gemisch nachkommt. Es setzt sich ein weißlich-grauer Belag an der Kerze ab und die Elektrode kann Schmelzspuren haben. Diese Einstellung kann zu einem Motorschaden führen. Der Anteil des Kraftstoffes ist zu hoch, nach der Verbrennung bleibt Kraftstoff übrig. Dadurch verrußt die Kerze, der Brennraum und wird auch am und im Auspuff sichtbar. Im Auspuff durch Ablagerungen und außen durch eine Pampe, die zum Beispiel am Krümmer austritt und starker Rauchentwicklung beim Fahren. Als erstes drehen wir in der Regel den Benzinhahn auf. Das Benzin bzw. Benzinölgemisch strömt in den Vergaser ein. Der Schwimmer steigt auf und verschließt das Nadelventil. Habt ihr Probleme mit dem Schwimmer? Schaut mal in das oben eingeblendete Video. Als nächstes kicken wir das Fahrzeug an und in dem Moment beginnt die Arbeit im Vergaser. Die Luft wird angesaugt und strömt durch den Ansaug hin zum Vergaser. Wenn Luft angesaugt wird, bedeutet das, dass es einen Unterdruck geben muss. Dieser herrscht im kompletten Ansaug, erreicht jedoch seinen Höchststand im Vergaser. Dort wird der Querschnitt verengt und in einer Verengung strömt die Luft schneller, ähnlich wie bei einem Fluss. Ist dieser breit, fließt er langsam, wird er dann enger, fließt es schneller, denn es muss immer noch dieselbe Menge an Wasser hindurchfließen. Die Luft strömt also durch den Vergaser. Dabei saugt sie durch die Hauptdüse und der Standgasdüse Benzin nach oben. Beschrieben wird dies durch den Venturi-Effekt. Der Kraftstoff wird dabei ganz fein zerstäubt und mitgerissen. Erreicht wird dies durch den Zerstäuber. Damit dieser gut arbeiten kann, wird ein Benzin-Luftgemisch vorproduziert. Dazu saugt der Vergaser über diesen Kanal Luft an. In unserem speziellen Fall Simson wird am Ansaug vorbei ungefilterte Luft angesaugt durch diesen Schlitz. Er öffnet den Kanal hinter dieser Blombe. Achte darauf, dass der Kanal nicht von der Ansaugmuffe verschlossen wird. Die Luft strömt durch den Kanal um den Düsenstock herum und durch diese beiden Löcher, bei einigen Modellen insgesamt 4 Löcher. Im Düsenstock wird jetzt vorgemischt. Und oben am Zerstäuber wird es dann final vermischt und zerstäubt. Das Ziel ist es, ein Gasgemisch zu erstellen, das zündfähig bzw. ideal ist. Soll heißen, ist zu wenig Benzin im Gemisch, entzündet es sich nicht. Und wenn es zu viel ist, ebenfalls nicht. Um dieses Gemisch zu erzeugen, spielen andere Bauteile eine Rolle. Zum Beispiel die Nadel. Diese verkleinert den Durchlass im Düsenstock und regelt damit, wie viel Benzin im Teillastbereich der Luft zugeführt wird. Erst bei Volllast ist der Düsenstock ganz geöffnet. Durch ein Verstellen der Nadel kann dieses Gemisch für den Bereich zwischen Stand und Vollgas eingestellt werden. Wer dazu mehr wissen will, schaut in das oben eingeblendete Video. Das Mischungsverhältnis ist aber sehr statisch bis zu diesem Zeitpunkt. Um dies genauer einzustellen, brauchen wir die Umluftschraube. Sie sitzt in einem Nebenkanal. Der Kanal dient als Bypass und führt Luft an der Anreicherung vorbei und danach wieder hinzu. Durch die Schraube können wir den Durchgang bzw. Querschnitt vergrößern und verkleinern und die Luft, die an der Anreicherung vorbeigeht, einstellen. Lassen wir mehr Luft durch, wird das Gemisch magerer. Lassen wir weniger durch, wird es fetter. Wie ihr das genau einstellt, erfahrt ihr in dem oben eingeblendeten Video. Die zusätzliche Luft wird dann an diesem Loch dem Gemisch hinzugefügt.
Die Umluft teilt sich die Öffnung mit der Standgasdüse. Diese kleine Düse dürft ihr beim Reinigen eures Vergasers auf keinen Fall vergessen. Auf der Vorderseite finden wir auch zwei Kanäle. Der obere ist für den Startvergaser und der untere für die Umluft. Der Startvergaser bekommt seine Zuluft über den eben genannten Kanal. Wenn der Schieber dann öffnet, strömt die Luft hier heraus und saugt dabei in der Mitte den Kraftstoff hoch. Damit dies nicht zu viel wird, ist unten in der Wanne eine entsprechende Düse, die die maximale Menge ähnlich wie die Hauptdüse begrenzt. Dieses Gemisch wird dann hier dem normalen Gemisch zugeführt. Die sehen doch alle gleich aus. Warum gibt es denn da überhaupt Unterschiede? Die Unterschiede liegen in der Kanalführung und dem Durchmesser der Kanäle. Je nachdem, wie der Ansaug aussieht, entstehen andere Unterdrücke. Damit der Unterdruck optimal ist und das perfekte Gemisch eingestellt werden kann, sind die Kanäle unterschiedlich ausgelegt und auch anders verblombt. Nimmt man nun irgendeinen Vergaser und baut ihn einfach an ein anderes Moped, laufen diese in unteren Drehzahlen meist zu fett, aber in den oberen zu mager. Die möglichen Stellungen im Vergaser kann man grob auf drei herunterbrechen: Standgas, Teillast und Vollgas. Im Standgas läuft der Motor fast nur durch den angesaugten Kraftstoff aus der Standgasdüse. Eingestellt wird dies über die Höhe des Schiebers und damit dem Querschnitt im Vergaser. Die Hauptdüse hat an dieser Stelle keinen Einfluss. Bei Teillast wird die mögliche Kraftstoffmenge durch die Teillastnadel begrenzt und damit auf die Luftmenge angepasst. Während unsere Standgasdüse auch jetzt weiter ihren Senf dazugibt. Sie läuft in allen drei Stellungen mit. Die Hauptdüse hat hier aber immer noch keinen Einfluss. Bei Volllast hat die Teillastnadel keine Aufgabe mehr. Der Düsenstock ist vollständig geöffnet und die maximal mögliche Kraftstoffmenge wird nun durch die Hauptdüse begrenzt. Weiterhin gibt aber auch die Standgasdüse noch ihren Senf dazu. Ich bin mir sicher, mittlerweile könnt ihr das Wort Vergaser schon gar nicht mehr so richtig hören, aber wir haben jetzt einmal grundlegend abgearbeitet, wie die ganzen Bauteile funktionieren und was so die typischen Fehlerquellen sind. Und wir hoffen natürlich, dass es vielen von euch weiterhelfen wird. Aber Moment mal, eine Sache fehlt noch. Die Standgasschraube. Der Standgas wird eingestellt über eine Schraube. Sie führt den Schieber über diese Nut und bestimmt die Ruheposition. Dadurch wird der Schieber leicht geöffnet gehalten und die Luft kann über die Öffnung der Standgasdüse strömen und versorgt den Motor mit dem nötigen Gemisch. Aber hier ist Vorsicht geboten. Dreht ihr die Schraube zu weit rein, wird sie krumm und kann den Schieber verklemmen. Damit hätten wir es auch geschafft, uns um dieses kleine Bauteil nochmal zu kümmern. Und ich glaube, wir sollten uns in Zukunft vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter Fehlerbilder anschauen und auch erläutern, woran das dann liegen könnte. Richtig, denn vielen Neulingen fällt es schwer, diese Fehlerbilder überhaupt erstmal einzuordnen. Da wollen wir euch am besten so detailliert wie möglich helfen. Solltet ihr also mal grundsätzlich ein Problem haben, schickt uns am besten auch direkt ein Video oder so viele Fotos wie möglich mit, dann können wir euch auch gut helfen. In diesem Sinne bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Dankeschön, dass ihr so lange durchgehalten habt, gerade was diese Thematik angeht. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.